Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Lego-Demo, nämlich zu Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4 Demo. Ich bin's, Hamatorix, alias Leo, und neben mir ist der. Jo, wir spielen die Demo. Das ist unsere erste Demo. Ich weiß schon, was passiert. Ich nicht. Genau. Alpha Kevin weiß es noch nicht. Aber er wird es sehen. Los geht's. Guten Tag. Heute lernen wir, wie man einen Stock bewegt. Und zufälligerweise kann man auch damit zaubern. Es ist auch überhaupt kein Zauberstab. Ich möchte, dass du das machst. Du mit den orangen Haaren. Mach doch mal bitte für mich. Dann bist du auch mein bester Freund. Okay. Es funktioniert nicht. Hilfe mir. Dann dreh ich ein bisschen rum. Ich dreh ein bisschen am Rad. Ah, Junge, da dreht man am Rad. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin ein Genie. So, ich bin Harry Potter. Harry Potter dreht am Rad. Und Alpha Kevin ist Ronald Weasley. Ich meine, der Typ mit den orangenen Haaren. Also, du kannst das und ich nicht. Ich muss warten, bis ich dazu bereit bin. Ich muss auch so Schüler in die Luft schweben lassen, gell? Ja, ja. Und wie ihr das ja wisst, hat es ja Splitscreen. Wir haben ja schon Lego Harry Potter die Jahre 1 bis 4 angespielt. Ich habe halt nur später die Demo mir geholt für den PC. Das werden wir auch für Lego Harry Potter Jahre 5 bis 7 machen. Du weißt das doch, gell? Genau, wir werden es auch noch für Lego Batman 2, Lego Herr der Ringe und so weiter machen. Aber wir kennen das Level schon, aber das danach kennt der Alpha Kevin nicht. Ich schon. Wir sind ja alle schon angezockt. Und jetzt werde ich euch zeigen, dass ich kein Freund von Pflanzen bin. Also, wenn Poison Ivy hier wäre, würde sie mich umbringen. Meine Babys! Was habt ihr mit meinen Babys gemacht? Dann sag ich. Ich sag dir, was wir mit deinen Babys gemacht haben. Sie haben sie vernichtet. Denn sie standen einfach im Unsinn. Die sind nämlich korrupt, die Pflanzen. Ja. Guck mal, ich kann eine Schlange schweben lassen. Weißt du, du rettest hier gerade die ganzen Schüler, die du alle hochgeschwebt hast. Und ich so, guck mal, ich habe eine Schlange gefunden. Jetzt gehöre ich zu Slytherin. Slytherin? Ich hasse Slytherin. Ach nee, ist das. Ich hasse Hufflepuff. Willst du den Schüler auch retten? Welchen Schüler? Ah ja, ja, ich rette hier irgendeinen Schüler. Hier, ich muss ja was tun. Ich muss ja jemand Gutes sein. Meine, ja, ich habe ihn gerettet, weil ich das so wollte. Und nicht, weil ich ein guter Mensch bin. Ich meine, ich bin ein definitiv ein guter Mensch. Ach egal. Ich habe jetzt schon alles verraten. Ich bin ein Bösewicht. Weil Harry Potter gehört ja eigentlich nach Slytherin. Und er hat jetzt die Seele von Voldemort. Oh, voll der Spoiler. Sorry, dass ich den Spoiler gemacht habe. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt. Sorry, sorry. Harry Potter. Ich habe einen Gift freigeschaltet. Ja, ja. Das hilft mir. Und wie geht das? Ich glaube, du musst auf ihn schießen. Ja, schieß auf ihn. Ich hab auf das Bild geschossen, meine ich. Oh, ein Blaustein! Wow. Wir retten den am besten. Okay, wir retten noch den, aber den nächsten retten wir nicht, okay? Oder die nächste retten wir nicht, weil wir müssen noch mehr Geld einsammeln. Wir müssen den Leuten zeigen, wie viel man bei den Lego-Demos viel machen kann. Und ich verliere viel Geld. Nein, eigentlich nicht. Ich kann doch nicht alles einsammeln. Nein, rette den noch nicht. Spring runter und hilf mir mal. Ich spring runter und dann stier. Ah ja, das kann ich dir noch zeigen. Im Lego-Demo-Spiel. Ich attackiere den Lehrer. Und ich habe wirklich das Skill, dass der mich nicht mal, dass er mich nicht mehr treffen kann. Kannst du das auch? Ihn anschießen, also auf den Zielen. Und dann wegspringen. Spring weg. Oh, du hast ja genauso viele Skills wie ich. Sogar noch ein bisschen mehr. Der Lehrer steht einfach nur doof da, gell? Ich bin eine Lehrer. Ich kann nichts außer rumschießen und nicht treffen, weil ich nichts kann. Sammeln jetzt. Stell dich mal jetzt vor. Naja, wir wollen doch wahrer Zauberer oder sowas werden. Gibt's das in dem Demo? Ja, ja. Wenn wir im Level sind. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später.
Aber wusstest du, dass die meisten Unfälle durch Unfälle passieren, habe ich im Fernsehen gesehen. Was? Wirklich? Jo. Das ist ja... mega. Ja, das ist voll krank, Alter. Warte, gibt's da nicht noch einen Teil? Da gibt's noch drei Teile. Ah, nee, gibt's nicht. Warte, darf ich das machen? Ich bin ein Genie. So, jetzt geht's runter. Erstmal ist das Blaue abmacht. Blaues ab. Sieh. Und, warte, jetzt muss erstmal weg. Dann, warte, du musst jetzt vom Meister lernen. Oder wenn du wirst, scheitere ich. Ja, und jetzt nach da hinten. Nein, das Blaue muss nach da hinten. Ach, egal, heute ist das Grün ja nicht mehr richtig. Ach, ich mag das überhaupt nicht bei Lego, wenn man richtige Lego-Stücke aufbaut. Zauber mich, Nein, ich will. Ich habe einen Fehler gemacht. Warte. Warte, ich hab gleich. Ich muss das nach da tun. Guck, muss jetzt klicken. Und jetzt muss er nach da. So, jetzt kommst du ran. Bin ich mir ganz sicher. Wenn du es schaffst, dann liegt das an meinen Skills. An meinen Fähigkeiten. Ah, ja, an deinen Fähigkeiten. Ich kann nämlich nichts. Ich bin Harry Potter. Ich meine, du bist die Hauptperson. Du bist Ronald Weasley. Was heißt ja? Ronald Weasley und ein. Ronald Weasley und ein Stein der Weisen. Oder Ronald Weasley und die Kammer des Schreckens. Hallo, das heißt nicht Harry Potter, der ist doch nicht wichtig. Ich meine, da steht nur ein H, irgendwas mit H und als Sache irgendwas mit P, aber wahrscheinlich meinen die eigentlich Ronald Weasley. Die hat sich aber nur verschrieben oder so. Nee, du musst es erst wegmachen, warte, ich helfe dir. Ich meine, ich bin so schlecht, ich brauche deine Hilfe. Ja. Warte, nein, das Grüne muss nach da hinten. Ah, Gott, lass. Wieso benutze ich das Blaue? Ich will das Grüne nehmen. Okay, okay. Ja, also warum machst du es nicht vorher? Vielleicht heißt es doch Harry Potter und Einstein der Weisen. Und ein Stein heißt er einfach. Hast du das ja schon gemacht? Guck mal. Ich rette jetzt den Typen. Wir müssen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Du meinst, das ist ein Mädchen. Das Mädchen rettet. Soll ich es retten? Nein. Jo. Yo, früher warst du. Dann stieß dir was zu. Deine Haut wurde bläulich, dein Aussehen erfreulich und du legst dir einen Pferdeschwanz zu. Kennst du das Lied? Nein. Das ist eigentlich hier von Kim Possible. Da hat dieser Drew gerappt. Hat vielleicht auch mit Logan 11 gemacht. Ich werde das mit Hammatorix machen, gell? Hä? Das ergibt mir auch keinen Sinn, Hammatorix. Was laberst du da? Wenn du mal was labern würdest, dann erzähl mal was Richtiges. Oh, wir müssen schnell. Wir dürfen nicht rausrennen. Wir haben den gar nicht schon noch eingeschaltet, aber das Geld ist viel wichtiger. Komm, springt hier nicht und macht hier die Freundsprünge. Das Geld ist wichtig, damit könnt ihr euch euer Budget leisten, damit ihr eine Wohnung kauft und was zu essen kauft, ne? Warte, komm, wir schießen hier nochmal drauf. Okay, da kommt kein Geld raus. Ah, mein Gott, da kommt Geld raus. Aber okay, du lass gerne runtergehen. Wir müssen jetzt die Demo weitermachen. Denn jetzt kommt das Level. Warte, komm mal. Wir schießen ihn gleichzeitig einfach her. Oh, spring weg. Er will uns. Oh, das waren Skills. Und wir schießen ihn an und ich renn raus, ja? Oh, er schießt gleich zurück. Voll die Skills. Okay, ich geh jetzt raus. Warte, ich befreie dich. Oh komm, ich nehme meine super Fähigkeit. Ich bin wieder frei. Los, renn! Nach außen! Hallo, wir sind das, die drei Musketiere. Wir würden gerne hier eintreten. Guck mal, mein Kind ist krank. Wie kann das dein Kind sein? Naja, es ist adoptiert worden. Und es hat hohen Fieber. Und das da ist mein Vater, genau. Alter Junge! Bist du so ein Spasti, Alter? Alter, das ist Geh weg, Vater von Hagrid! Alter, das Kind ist auch noch rausgerannt! Oh, und das Thermometer ist rausgefallen. Jetzt müssen wir nach meinem Kind suchen. Kindchen, wo bist du? Ich hab Angst vor dem Hund. Der Hund wird mich auffressen. Hilf mir! Ich hab Hunger auf Draco Malfoy. Blondine ist am liebsten. Ich bin eine echte Blondine. Okay, wir teilen uns auf. Ron, Hermine kommt mit mir mit. Vater geht mit Draco und den Typen mit der Narbe, wo ich den Namen jetzt nicht weiß. Und der Pudel fange. Ah, lecker. Ich muss das Essen holen, denn wegen Corona kann ich mir nicht bleiben. Hilf mir. Jemand will dein Kind auch essen. Hallo, wie geht's dir, mein Sohn? Ich bin aber weggerannt.
Ich bin einfach der Vater von Hagrid. Oh, nein, ich habe eine Biene geholt. Jetzt bin ich Hagrid. Und wenn man anfängt vor einer Biene, dann ist das eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten, oder? Wenn man Hummeln, Wespen, Bienen, wenn man die alle nicht mag und vor denen Angst hat, dann ist das echt das falscheste Spiel. Und das ist für Kinder, gell? Das ist so gruselig hier. Ja, wir sind auch verboten im Wald, da soll ich auch gruselig sein. Guck mal, ich bin Hagrid. Wenn dieser fette, hässlich haarige Kerl. Ne, ich bin dieser hässlich haarige Kerl. Die haben Fett vergessen. Und jetzt müssen wir die Brillenschlange, den Dummen mit der Brille müssen wir unbedingt besiegen. Ach, besiegt hält der Vater von Hagrid? Ja. Oh Mist. Was hast du dabei gedacht? Wow, eine blaue Münze. Ich brauche hier Hilfe von euch Schülern, weil ich einfach unfähig bin. Ihr müsst Lumos hier verwenden für die Pflanzen. Eigentlich sind das nur Augen. Die wollen nachgucken, was es hier gibt. Aber ich brauche Lumos. Ihr habt auch Lumos gelernt. Ich war nicht im Unterricht. Ich habe geschwänzt. Der hässliche haarige Kerl hat geschwänzt. Die haben es vergessen. Ich muss aufhören. Ich bin so böse. Okay, ich bin Ronald Weasley. Ha. Das warst du immer früher, aber jetzt bin ich der Typ. Ach komm, ich zeig dir, wie es geht. Ich werde ihn jetzt auch befreien hier. Hä? Du musst immer B drücken, wenn da die kommt. Nein, wir haben den blauen Stein verpasst, Alter. So schlecht einfach. Wir können uns nichts leisten. Ich bin gut. Ja, dann renn auch jeder Münze hinterher. Und auch bitte, auch wenn die dich in den Tod stürzt. Oh, ich habe gerade meinen Freund Thorsten gerettet. Ah ne, ja doch, ne, das ist ja mein Bruder, Thorsten und Torben. Ich meine Tim und Struppi natürlich. Auf Gleis 9 läuft ein Liga. Oh Mann, das ist so rassistisch. Wir wollen ja nicht rassistisch sein, aber das sind die Witze aus der Synchronisation. Das kann ich halt nicht. Doch, ganz so, indem wir einfach nicht die Synchronisation im Samatorik. Ja, ich weiß, wenn ich so schlau wäre wie ihr Zuschauer, dann könnte ich definitiv was lernen, aber ich kann ja nichts lernen. Ne? Ich habe ein großes Gehirn, wo nichts reinpasst, Alter. Wo ist Hagrids Vater, ey? Hagrids Vater, wo bist du? Ich bin hier. Ich habe eine komische Stimme auf einmal. Ich bin Italiener und esse gerne Pizza. Warum kräft man mit X und nicht mit B? In den späteren kräht man mit B und nicht mit X. Alter, ich glaube, ich habe die Kinder und das Waldes aufgeweckt. Tut mir leid, Kinder. Aber ich bin der Vater. Tötet die Bienen noch, oder? Das Glühwürmchen. Nein, vergiss das Bienen. Hässliche Bienen. So, ich bin wieder Hagrid und jetzt bin ich wieder Ron, Alter. Wir haben die meisten Fähigkeiten. Also weißt du, ich glaube eigentlich ist Harry Ron derjenige, der Voldemort besiegen sollte. Der ist viel mächtiger und kräftiger, Alter. Komm wieder zurück. Aha, ich habe eure Zeit. Komm wieder zurück, ich sehe nichts. Und jetzt ist es wieder frei, guck mal. Ich habe das Spiel auf Play. So gut. Okay, ich nehme wieder Hagrid, sein Vater. Schon wieder, komm jetzt auf Play. Nein, bleib hier unten. Guck mal, ich hab Hagrids Vater Fang freigeschaltet. Du weißt ja nicht, Fang. Der fängt dich immer. Ich weiß, war so ein schlechter Witz, aber wenn der so heißt, Alter, was soll ich sonst für Witze machen, hä? Ich bin's, Ronneline. Ja, moin. Fake ist zwar günstig und am Ende drüber voll so ein altes Video. Ey, warum guckst du die alten Videos an? Ich guck mir Videos vor 20 Jahren an, wo ich noch nicht gelebt habe, wo ich gerade erst geboren wurde, meine ich. Nein, ich habe ja nicht gelebt, aber dann später habe ich dann gelebt. Ich meine, dann bin ich geboren worden. Du rennst einfach nach vorne, während ich einfach noch am Anfangsbereich bin, ey. Ja, komm. Ja, da müssen wir hin. So. Die sind wichtig. Nein, die sind nicht wichtig. Ich stier. Oh, genau.
Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die. Er sieht gegen gerecht, das ist von mir gemacht. Wir sind chronisch nicht gerecht. Oh mein Gott, ich hab. Das ist das Abgefahren. Werden wir gleich herausfinden. Jetzt drücken wir nicht auf den Startknopf. Wir werden das dann am Ende des Levels herausfinden. Und wir sind gerade verboten im Wald und ihr klettert gerade eine Leiter hoch, während Harry sich fürchtet. Auch Termine schon alles gemacht hat. Ja, also ich dachte, du bist auch hier die Schlauste. Ja, ich weiß nicht. Und ich dachte, du magst es nicht, jetzt hier zu spielen. Weil ich habe nicht den Termine. Hab ich ja schon in den, im Projekt schon gesagt. Ich mag halt nur nicht, wenn sie einen auf Assistent machen oder einen auf Besserwisser dann so weiß. Ich bin Termine und ich weiß alles. Und dann so im Film so dann am Ende so, ich weiß einfach gar nichts, Alter. Ich dachte, du weißt alles, ne? Ich weiß nur die Hälfte von der Hälfte. Das ist nämlich gar nichts. Und was weißt du eigentlich? Überhaupt gar nichts und nicht mal die Hälfte davon. Das ist der IQ von. Ne, noch nicht reingehen. Komm wieder zurück. Das ist der IQ von Hermine. Ich bin schon wieder Hermine. Aha. Du bist hyperintelligent, aber du weißt eigentlich gar nichts und nicht mal die Hälfte davon. Wie kannst du dann was wissen? Ich werde es mal verraten. Ich hab. Kannst es einfach? Ja. Jetzt komm, ich hab alles gemacht. Nein, hast du nicht. Ich hab gerade gesehen, dass du nicht alles getan hast. Und ich werde bestimmt noch was finden. Ah, du hast noch nicht das Spinnennetz gemacht. Ja, hier hinten war ich nicht, aber jetzt. Ach so, aber nicht runterspringen. Da oben ist ein blauer Stein, den hole ich mir. Das ist ein lila Stein, den hole ich mir auch. Ja, ich hab den blauen Stein geholt. Ach so, ja. Alter, ich hab doch gerade B gedrückt. Nee, jetzt hab ich ein Herz verloren für gar nichts, Alter. Ah, das ist auch schon. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir brauchen noch Veganium Leviosa. Aber du bist aber viel schneller als ich. Kannst du hast ja auch. Warte. Du bist viel zu schnell. Du rusht hier einfach durch, als ob. Und ich durchgehe, du wirst noch die Felder kaputt machen. Warte, zielen. Oh, wow, du hast uns total weh getan. Das geht nicht. Nee, du hast kein Herz verloren. Ey, nein, warte. Warte. Geh mir aus dem Wege. Nein. Tut mir leid, so redet man nicht mit Menschen. Ich bin ein unsozialer Mensch. Bin ich nicht. Ich bin der sozialste Mensch aller Zeit mit Ron. Ich meine, ich will. Okay, nimmst du nicht. Ich will wieder Ron sein. Ah, ein Bienen. Warum sind die denn so riesig, ne? Man weiß. Ich meine, auf der Erde sind die so klein wie Riesen, ne? Aber von Nist ist etwas größer. Ich hatte nichts getan. Lass mich in Ruhe. Okay, wie wär's denn mit Spiel einmal 20.000 hat besiegen? Du wirfst jetzt. Oh, ich hab einfach den Beanstalk vernichtet und in dem Beanstalk war einfach nur eine Biene drin. so schlecht, Alter. Weißt du? Bei uns, ist der Beanstalk etwas kleiner, aber da passen, was ich, hunderte von Bienen rein und da nur einfach eine oder eine Welt. Nee, aber auf unsere Welt ist das ja so, dass die so klein sind wie Fliegen, außer auch Hummeln und Hornissen und Wespen vielleicht? Ja, keine Ahnung. Nee, aber die sind halt eigentlich sehr klein. Aber hier sind die einfach riesig groß, größer als einfach Menschen, ne? Ich meine, so, kennst du den richtig alten Jumanji-Film aus dem 19. Jahrhundert, da, also, wo die ganzen Tiere da zur Welt gekommen sind? Den haben wir sogar zusammen. Echt, haben wir? Wann denn? Als ich 20 war oder als ich 30 war? Ah, macht überhaupt keinen Sinn, aber logisch. Hä? Oh, ich hab dich geblendet. Oh, sorry. Ich dachte, ich hätte Vingadium Leviosa gemacht. Weißt du, was ich damit hochheben will? Das ist ein bisschen eklig. Aber hat was mit zwischen den Beinen zu tun. Vingadium Leviosa. Wenn du dich nicht gerade erregen kannst, kannst du diesen Spruch. Okay. Wir wollen jetzt nicht so eklige Sachen sagen, aber weißt du was? Überhaupt keinen Sinn macht in der Harry Potter Welt, die benutzen für alles Magie. Das heißt, wenn die mal irgendwas kaputt machen wollen, brauchen sie Magie. Und wenn der Zauberstab kaputt ist, so wie bei Ron, dann können die nur Magie nehmen. Nein, noch nicht rein. Doch.
Können wir das nochmal? Ah ne, okay, zurück. Nein, wir gehen jetzt nicht zu Harry. Harry, der muss einfach warten, bis wir hier... Ah, Lisa, das Wichtigste haben wir vergessen. Die goldene Münze. Wir sind immer noch nicht fertig. Was? Ich bin jetzt komplett. Okay, hast gewonnen. Ah, nein, da ist auch, da oben ist noch was. Siehst du, ich wusste es. Die goldene Münze. Aber jetzt hast du die auch noch bekommen. Nee. Das sehe ich aber nicht ein. Stierpestlinge. 20 Jahre später. Wir sitzen hier 20 Jahre rum und das Einzige, was Alpha Kevin macht, ist Pflanzen umbringen. Oh, ich wollte auf Spinnen jetzt schießen und nicht auf dich. Hey, du als Vater. Jetzt kommt die Ausreden schon wieder. Es ist die Wahrheit. Ja. Ah, ich hab Skills. Ich glaube nicht. Hey, was soll das heißen? Ich bin Ronald Weasley. Ich hab den Flug des Nord vernichtet. Ohne Hilfe von dir. Reden wir aber gerade über den Film? Nein, ich rede über Ronald Weasley und die Heiligtümer des Todes. Ach so. Ihr wart alle mit den Charaktere und Statisten. Okay, du darfst gerne das Böse machen, oder soll ich das machen? Jeder, da unten kannst du sowieso nur die zwei goldenen Münzen holen. Weil die silbernen wären natürlich am besten, gell? Aber wir holen jetzt erstmal das hier. Ach, wir müssen noch die anderen Lego-Teile holen. Wieso hast du das nicht gemacht? Alpha Kevin tut doch mal was. Statt die ganze Zeit vorzurennen und alles zu machen. Hä? Da gibt keinen Sinn, gell? Amatorix, du bist ja richtig dumm, oder? Ja, ich habe ein College in Lego-Studio gemacht. Weißt du, was ich da gelernt habe? Wie man Legos aufbaut, aber nicht im Spiel. Warte. Du echte Lego-Teile. Warte. Ah, was? Ich muss das Geld drauf tun. Oder so. So, jetzt auch. Ich bitte. Da fällt noch runter. Oh, ich bin so gut. Oh, was hätte ich? Ich hoffe, wir müssen das Gelbe drauf tun. Soll ich das Gelbe drauf tun? Sieh. Und dann hier drauf. Oh, und wie kommen wir jetzt da hoch? Keine Idee. Ne, du musst das Blaue, tu mal das Blaue nach links, 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 und links, 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 links. Ich weiß, du hast nach rechts gemacht, aber links, links, links. Wow, du, wo ist das Gelbe? Ich brauche das Gelbe, um zu überleben. Es steht auf Einstein. Sag mir Harry Potter und Einstein. Ist das jetzt fest? Nein, ist das nicht. Was? Na, was tust du? Ich bin sehr gut in magischen Dingen. Wenn du es mal festmachen würdest. Mach's fest. Ist das so schwer? Ui. Ich glaube, wir werden heute nicht fertig. Und jetzt klack. Du musst das klack hören, damit es fest dran ist. Siehst du? Ich hab schon gesagt. Es war fest. Ich schwör's. Guck mal, ich bin so gut, weißt du, ich halte die ganze Zeit hier mit dem Galgo Leviosa, während du nicht mal Klack schaffst. Und Klack. Ah, jetzt habe ich's gehört. Ja, Mist. Klack. Ah, schon wieder hab ich's gehört. Kaboom, es funktioniert nicht. So, jetzt komm ich jetzt hier. Also, wenn Hermine so unfähig ist, wusste ich ja schon im ersten Teil. Ja. Komm, Alter. Ich will, wir machen einfach alles von vorne. Wo ist das Grüne? Hau das Grüne, nein, nicht das Gelbe, mach das Gelbe wieder weg. Schau mal, oben drauf zu stehen. Jetzt hat's geklappt, doch Mann. Ich kann das. Wir bewegen gerade dasselbe Stück. Was? Ich nehme jetzt Grün und du lässt mich jetzt durchbauen. Nein. Komm. Hoch und. Das wird noch 20 Jahre dauern. Wir sind gerade bei 25 Minuten und 3, 4, 5 Sekunden. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, wir wollen heute eine Stunde das Lego-Spiel machen. Ich mache jetzt Klack. Und Klack. Warte. Es geht nicht mit. Ja, jetzt.
Jetzt tun wir das Blaue drauf. Hoch, Hellgrill, geh mir aus dem Weg. Von mir aus und dann noch da. Ah, nein, 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 nein. Das muss richtig sein, da kriegen wir sogar Geld, glaube ich. Wenn ich wette mit dir, wir kriegen jetzt kein Geld. Das muss richtig ausgerichtet sein, dann kriegen wir erst Geld. Mach das Grüne ab. Wir warten jetzt noch 26 Minuten, anscheinend. Ihr wartet jetzt noch eine Minute und dann bin ich dran. Ich muss B drücken und hoch, ja, oh, du bist so gut. Jetzt drauf. Oh, oh. Oh, ach, wir kriegen Geld. Es war nicht richtig drauf. Aber es ist mir doch egal. Oh, noch eine Wespe oder eine Biene oder was auch immer das ist. Ein hässliches Mist. Aber hässlich. Ich zerstöre das Haus von der einen Wespe. Ich kann schwimmen. Wow, 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 wow. Chill mal, Dude, Alter. Alter, hier ist eine Disco-Kugel, aber es können wir nur im freien Spiel scheinen. Und das machen wir in diesem Part, in diesem Lego-Part auch noch. Es wird so ein Spaß sein. Das sind nämlich so Lego-Demo-Spiele, wo man sogar das freie Spiel spielen konnte. Kann nicht kommen. Ah ja, 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 das ist neu. Die Demo ist neu. Ich bin runtergefallen. Dann wechsel den Charakter. So. Check mit seinem Hund. Ich meine dein Vater. Diese, ich kenne mich mit dem Harry Potter Universum gar nicht aus, Alter. Ich bin immer noch so. Dann tu mal was. Ja, kannst du mal was reden? Mir fällt gerade nichts ein. Ich gehe ins Wasser mit meinem Zauberstab, der ins Wasser gehe. Hey, das ist doch logisch, Alter. Was ist denn daran unlogisch? Jeder, der das unlogisch findet, der versteht die Harry Potter Welt nicht. Nein, Scherz. Ich versteh's doch selber nicht. Jetzt müssen wir sowieso runtergehen. Komm her. Wow. Aber erinnerst du dich, beim Quidditch haben wir doch hier Geld bekommen, oder? Nee. Doch. Nee, da haben wir die Dinger, wo wir das gemacht haben. Ja, das eine Haus, meinst du? Ja, genau. Dann aber dann haben wir noch ein Ding bekommen. Ein Stein. Ein Stein, ja. Alter. Ja. Weißt du, was ich einfach nur gegraben habe, löst dich das ganze Wasser auf. Wenn das in einem echten Leben so wäre, dann denkst du dir, Alter, so war das halt. Oh mein Gott. Verdammt, wir haben keinen Zaubertrank. Guck mal, das geht nur mit Zaubertrank drauf. Ah, und ich bin wieder ausgerutscht. Scheiße, kannst du das? Ich bin beschäftigt. Ah ja. Sammel doch mal das Geld ein. Oh, du hast das Geld eingesammelt. Seit wann kannst du Geld einsammeln? Egal. Ich mache jetzt die wichtigste Aufgabe. Da irgendwie noch Wasser übrig geblieben ist, werde ich jetzt noch die Fische reinholen. Bitte schön. Ja, danke. Wusstest du, dass der Hund das auch kann? Das machen wir dann im richtigen Let's Play. Der Hund das auch. Oder wir machen sie im Demo-Spiel. Keine Ahnung. Du musst alle Fische mit Vingardium Leviosa reinzaubern. Ja. Das war kein Fisch. Das war eine Pflanze. Muss ich hier wieder alles machen als Spawn und Weasley, Alter? Was kannst du eigentlich? Wow, du hast einen Teil gemacht. Alter, du hast ja doch mehr als ich gedacht habe. 5 von 6. Alter, seit wann kannst du das? Das ist Gryffindor. Gryffindor. Ach, siehst du, das war Hufflepuff, du hast recht? Ja, ich weiß. Ja, wirklich. Ich werde die Glühwürmchen umbringen, auch wenn Glühwürmchen fett sind. Ich brauche dein Herz.
Warum bringt ihr Glühwürmchen um Hammer tot zum Alpha Kevin? Ja, weil wir einfach können, gell? Zum Alpha Kevin. Wir können einfach. Ach Mann, ich mach. Aha, Hermine kann doch nichts. Ich wusste es. Das war natürlich ein Scherz. Ich hab mich auch nicht. Oh, rennst du wieder nach vorne und sammelst wieder alles ein, damit du mehr hast. Oh, ich hab sogar mehr. Wie hab ich das geschafft, Alter? Ich bin langsam als du, aber hab mehr Geld. Ich mach ja nur alles kaputt. Ach so. Und ich sammle das ganze Geld ein. Wir sind gleich da. Du siehst ja, dass wir gleich den wahren Zauberer freigeschaltet haben. Dann haben wir den keinen. Das doch, aber dann ist der wahre Zauberer. Ich meine nur, dass wir das gleich haben. Siehst du doch noch. Und dann ist das Level auch gleich vorbei. Spielst du zum ersten Mal ein Lego-Spiel? Vielleicht. So, guck, ich spring extra hier runter für die Münzen. Hat richtig gelohnt. Obwohl ich noch nichts eingesammelt habe. Da sind Münzen! Sammel sie ein! Morgen! Was kannst du eigentlich? Ich dachte, du wärst der beste Zauberer. Achso, wir spielen ja nicht. Ronald Weasley. Oder Ron Weasley. Und ein Stein der Weisen. Und der Stein der Weisen, meine ich. Sondern Harry Potter. Ach, egal. Guck mal, ich kann einfach gegen die Pflanze, Alter, ich kann einfach nichts. Rennen, Ron! Gleich hast du es geschafft. Wir haben da fast alles erledigt. Renn noch mal dagegen. Also ich kletter jetzt hier hoch, wenn du nichts dagegen hast. Du hast nichts dagegen? Warum machst du nichts dagegen? Warum machst du nichts dagegen? Oh, der war. Oh, wir sind wahrer Zauberer. Dank mir. Guck dir mein Geld an und dein Geld. Ja. Verdammt, du hast zu viel Geld eingesammelt. Wie hast du das nur geschafft? Oh, Mann. Wenn ich nur so gut wäre wie Alpha Kevin, dann wäre ich jetzt ein Genie. Ich bin ein Genie. Nee, Alpha Kevin ist ein Genie. Er ist ein Genie. Ein Genie. Und dann macht er was falsch. Ich habe nie behauptet, dass ich ein Genie bin. Obwohl ich es gerade gesagt habe, aber okay, ich habe es behauptet, aber ich habe es auch Spaß gesagt. Kannst du mal die Pflanze wegmachen? Hab ich schon. Die steht mit mir in Konkurrenz. Wegen Zauber, weißt du? Ach so, ja, Schönheit, nicht wegen Zauber. Die ist viel zu hübsch für die Verhältnisse. Joa, wir haben jetzt die 32-Minuten-Marke erreicht, weil mir gerade nichts Besseres einfällt und ich die ganze Zeit vor mit dem Stock Amok laufe. Warum laufe ich mit dem Stock Amok, Alpha Kevin? Weiß ich das halt. Bitte geh noch nicht weiter. Oh, wir müssen noch den hier erledigen. Er ist erledigt. Das ist so wunderbar. Dann nicht hereingehen, du musst doch das Netz kaputt machen und... Grüne Gestalt vernichtet. Man nennt es Pflanze, aber okay. Grüne Gestalt draußen. Warte. Hast du das schon gemacht, Gas, okay? Okay, rein da. Wir kommen, Harry. Ich meine, den Namen, den wir nicht wissen, und der Typ, der eine Brille hat. Alter, ich seh grad wie. Aua, oh Mann, ich hab voll Kopfschmerzen. Ich seh wie ein verkleideter Halloween-Typ, Hagrid sein Kind erstmal. Und da kommt ein Centaur. Ich bin doch kein Centaur. Ich bin ein, anderer Typ. Oh, hallo. Hi, ich bin. Ah, da bin ich wieder. Alter, Junge, verpiss dich, Junge. Nur weil du ein Halloween-Kostüm trägst, denkst du, dass du alles kannst. Der Blatt wird zum Beispiel freigeschaltet. Ich glaube, der hat sich geklaut. Ah, Fang. Freigeschaltet. Die Hauswaffen haben wir geschafft. Gryffindor. Und Hufflepuff. Also die Hälfte. 50%. Ah, ein Zauberer. Natürlich. 100%. Wenn jetzt mal die nächste Lego-Demo, also nächstes Lego-Demo spielt hier. Und wir sind so rich. Jetzt können wir uns endlich mal neue Kleider leisten. Nicht die, die wir gerade anhaben. Neue. 103, 520. 103.520 Schüler Gefahr gerettet. Eigentlich war das Thorsten und Torben. Nein, Scherz, goldener Stein. Level abgeschlossen. Wahrer Zauberer. Schüler Gefahr. So, und wenn ihr denkt, dass die Demo jetzt vorbei ist, nee, wir machen das freie Spiel, Alter. Wir können's einfach. Uns ist so langweilig.